Ich muss verrückt sein. Oh. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das vor. Oh, Gott sei Dank. Alles wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Dein fucking Ernst? Hä, das habe ich doch schon gemacht. Okay. 3, 2, 1. Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Möglichkeit haben, weiterzukommen. Allerdings haben wir zwei neue Items bekommen. Eine Fliege und ein leeres Cocktailglas. Diese Items haben, ich habe jetzt hier sämtliche Items nochmal mit sämtlichen Items gemacht. Ich bin auch überall rumgelaufen und habe sämtliche Items mit allem, was wir auswählen können, gemacht. Quasi kombiniert. Und es hat bis jetzt gar nichts geholfen, außer als ich jetzt mit den Strohhalmen den Stinktrink, den wir hatten, ausgewählt haben. Was wir ja eigentlich schon gemacht haben. Aber ich habe halt einfach nochmal von vorne begonnen, quasi. Und alles mit allen kombiniert, egal ob wir es schon gemacht haben oder nicht. Und als ich jetzt den Strohhalm mit dem Stinktrink kombiniert habe, haben wir den Stinktrink ganz ausgetrunken und dabei das leere Stinktrinkglas und eine scheinbar tote Fliege erhalten. Wieso wir das nicht vorher erhalten haben, als wir das gemacht haben, keine Ahnung. Scheinbar mussten wir den Stinktrink dann zweimal trinken. Verwunderlich, dass Edna noch am Leben ist und so aufrecht stehen kann. Ah gut, dann geht's jetzt halt hier Diese weiter. Ist bereits auf der anderen Seite. Verwunderlich, dass du das noch nicht bist, Edna, denn ich meine, dass so ein Glas leer trinken... Respekt, Respekt. Hallo, kleiner Freund. Wie ist es da drüben? Scheinbar recht still. Er antwortet dir nicht. Gut, da geht nichts. Diese Fliege ist... Okay. Harvey trägt weder Krawatte noch Fliege. Wäre aber auch geil. So Harvey im Smoking mit einer Krawatte. Sieht bestimmt nice aus. Es gibt Leute, die können ihren Namen auf ein Reiskorn schreiben. Das Reiskorn fliegt aber auch nicht weg. Das heißt, du wärst was Einzigartiges, wenn du es schaffen würdest, deinen Namen auf die Fliege zu schreiben. Aber die Fliege müsste wegfliegen, egal ob sie tot ist oder... Naja, quasi. Egal ob sie tot ist, die Fliege müsste wegfliegen. Denn Fliegen sind ja nur Fliegen, weil die Fliegen fliegen können. Wenn eine Fliege also nicht mehr fliegen kann, wäre die Fliege demnach keine Fliege mehr. Aber wenn man nun eine Fliege die Flügel ausrupft, dann könnte die Fliege ja auch nicht mehr fliegen. Aber wenn die Fliege nicht mehr fliegen könnte, wäre sie keine Fliege mehr. Wenn die Fliege allerdings keine Fliege mehr ist, welchen Tier haben wir dann gerade eben die Flügel ausgerupft? Fragen über Fragen, es ist und bleibt ein Mysterium. Ja. Die Fliege mit dem Poloschläger zerquetschen? Wieso nicht? Vielleicht sollten wir lieber die Plätze tauschen. Was geht nur in deinem Kopf vor? Hey, du bist in der Irrenanstalt, also geht alles, was ich hier mit dir anstelle, quasi in deinen Kopf vor. Wobei, quasi ist sie ja nur, generell, sie macht ja alles nur das, was in unserem Kopf vorgeht. Also sind wir dann quasi Edna. Edna ist quasi unser Kopf, also sind wir quasi in einer Irrenanstalt. Hey, und ich sitze zu Hause vor meinem Rechner, also bin ich quasi schon entkommen. Mann, bin ich geil. Ja, jetzt... Captain Unbrauchbar hat immer eine Fliegenklatsche im Handschuhfach des Honkmobils. Aber die braucht er nicht, denn Captain Unbrauchbar ist so legendär, er schafft es, die Fliegen auch mit seinen bloßen Händen zu zerklatschen.
Hier wurde offensichtlich ein Verbrechen begangen. Sehr richtig. Sperren Sie sofort den gesamten Mikrokosmos für die Spurensicherung ab. Du sollst nicht dumm rumhängen, du sollst den Mikrokosmos für die Spurensicherung absperren, Harvey. Gute Mitarbeiter findet man heutzutage nur noch sehr, sehr selten und schwer. Für die Fliege kommt jede Therapie zu spät. Sie hat's bereits ebenfalls hier rausgeschafft. Ich seziere keine Insekten ohne Assistenzarzt. Darf ich der Assistenzarzt sein? Ja. Oh, bitte, 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 bitte! Nein, Harvey, das geht nicht. Wieso? Aber du darfst das Geräusch vom EKG machen. Yippie! Geil. Dup. 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 Sorry, Harvey, ich hab deinen Stopp geklaut, aber mein EKG hört sich wesentlich besser an. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Freiheit. Ich muss jetzt keine Insekten mehr essen. Freiheit. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gebraucht, aber so sähe wohl die Geburtsstunde eines Herr Oberwitzes aus. Wehret den Anfängen. Topf und Fliege. Quasi eine Topfliege. Was genau tust du da, Harvey? Ich montiere größere Flügel an unseren insektoiden Weggefährten. Wenn es klappt, dann fliegt er so schnell wie ein Düsenjet. Geil. Wenn es klappt, Harvey, wenn es klappt. Es wird klappen, du musst nur hart genug daran denken. Ketchup kann man zu allem essen. Fliege mit Ketchup. Njam. Njam. Senf kann man zu allem essen. Fliege mit Senf. Njam. Njam. Njam, njam, njam. So aus, I got love in my tummy. Jetzt habe ich einfach Edna übersprochen. Ich bin voll der Gangster. Sie sind sonst ja echt pflegeleicht. Nur die Flügel muss man ihnen regelmäßig stutzen. Okay, sie hat sie noch. Denn sonst wäre es ja keine Fliege mehr, wenn die Flügel gestutzt werden, Edna. Hast du mir eben nicht zugehört, oder was? Seltsam. Sie stand nicht mit auf der Karte. Das heißt, warte, da steht es ja doch. Ich sollte mir angewöhnen, das Kleingedruckte zu lesen. Oh, ich wollte schon gerade sagen, dann wäre der Barmann ja ein richtiger Verbrecher. Oh, okay. Das Kleingedruckte sollte man immer durchlesen, Edna. Vor allen Dingen bei so einer Auswahl an der Karte, auf der Speisekarte. Wenn ich bedenke, wie leicht das hätte passieren können. Irks! Boah, nee, daran will ich nicht denken. Ich sollte irgendwann ihre Angehörigen informieren. Solltest du lieber. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Was? Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Bitte, wofür das denn? Oh, das ist doch nicht lecker. Das muss ich nicht umfüllen. Außerdem ist das Glas schmutzig. Naja. Jetzt haben wir eine Fliege im Ohrenschmalz, okay. Dieses Glas erinnert mich an die schlimmsten 10 Sekunden meines Lebens. Das zumindest, ich soweit dir ich mich erinnern kann. Oh, du musst dich nicht erinnern. Vergiss lieber alles sofort. Echo! Techo! Wiesecho! Montagruhe Techo! Okay, das war jetzt überhaupt gar nicht witzig. Lass uns auf die Freiheit anstoßen, Harvey. Oh, nicht mit den Glas. Yippie! Anstoßen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gleich nach Anecken und Aufstoßen. Eine Rede. Lauft so schnell ihr könnt. Ich will nur einen Toast halten. So schön mit Ananas und mit Käse backen, so Toast Hawaii, Alter, das ist so geil. Ich will es nicht kaputt machen. Wieso? Warum nicht? Es ist vollkommen nutzlos. Und du hast recht. Ja. Was? Oh nein! Wieso hast du es kaputt gemacht, Edna? Woran erinnert mich das nur?
Woher soll ich denn das wissen? Erinnert mich irgendwie an eine Fliege, die in Ohrenschmalz, an einer toten Fliege, die in Ohrenschmalz ertränkt wurde. Mr. Hammond ist genau wie ich. Er ist ein Tiger. Ein Wo Tiger. Kam das denn jetzt her? Keine Ahnung. Vielleicht trägt er einen Tiger, danke. Monsieur, einen Drink? Nee, bitte nicht. Mit Fleischeinlagen. Oh, bitte hör auf. Ich will das nicht. Huh, da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank. Ja, das hat man schon. Ich sehe es immer noch nicht als Spiegelschrift, aber okay. Was denkst du, Harvey? Fliege, Poloschläger und Ohrenschmalz? Das habe ich schon mal ausprobiert. Glaub mir, es lohnt sich nicht. Harvey hat ein echt interessantes Leben hinter sich. Dadurch hat er so viel Wissen erreicht wie noch niemand, außer vielleicht Captain Unbrauchbar. In Folge 212 kämpft Captain Unbrauchbar gegen fossile Bernsteineinschlüsse. Fossile Bernsteineinschlüsse klingen aber nicht gerade nach würdigen Gegnern. Sie haben zwar einen schwachen Angriff, aber sie überleben fast alles. Ja, stimmt, das sind richtig harte Tanks. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gesetze gegen so etwas gibt. Ich will's hoffen. Denn das will ich mir nicht weiter angucken. Wenn ich mir mein Kunstwerk so ansehe, oh je, vielleicht brauche ich wirklich langsam eine Therapie. Langsam? Also es wird einen Grund geben, wieso du hier bist, Edgar. Nein, das ist kein Brotaufstrich. Das ist auch gut so, dass keiner ist. Ich sollte die Fliege mit der Gabel retten. Warum? Sie hat ihren eigenen Fluchtplan. Wie die Dinosaurier. Die Dinos hatten keinen Fluchtplan. Und ob? Sie haben ein Raumschiff gebaut und den Planeten verlassen. Ist damals etwa jemand gekommen und hat gesagt, greif die Gabel, Rex, greif sie, bevor der Meteor einschlägt. Nö. Siehst du? Wir waren einmal vier ganz gewöhnliche Teenager. Bis wir eines Tages neue Freunde von außerhalb, bekamen. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Spielen wir es einfach ab. Sie nannten sich Astrodinos. Meine Freunde und ich gründeten den geheimen Astro-Club, wurden Verbündete dieser Dinosaurier aus dem Weltall und unterstützen sie nun in ihrem Kampf gegen Genghis Rex und seine bösen Tyrannosaurier. Die Astrodinos verziehen sich, großer Meister Saurus! Dann los, verfolg sie! Nee, das mit der toten Fliege. Ja. Selbst wenn ich das umfüllen wollte. Ich würde es auch nicht machen. Ich wette, es würde sich wehren. Ja, gut, ich wollte jetzt sagen, naja, ist wahrscheinlich tot, da kann es sich nicht wehren, aber so wie es aussieht, ich würde auch nicht. Ich fände es nicht ungläubig, wenn es nicht tot wäre. Vielleicht sollte ich die Fliege mit dem Topflappen aus dem Ohrenschmalz retten. Ich glaube lieber nicht. Weil das selbst dir zu widerlich wäre? Ja. Nein, weil ich glaube, dass sie sich dort wohlfühlt. Ich ehrlich gesagt nicht. Bei mir würde Ersteres zutreffen. Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Als delikat würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber es macht die Sache definitiv besser, möchte ich hoffen. Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Jetzt fehlt nur noch Mayonnaise. Chips mit Dip? Nicht für mich. Danke. Chips ja, Dip bitte nicht. Nein. Ich würde den Ohrenschmalz nur ungern lose in der Tasche transportieren. Ich würde den Ohrenschmalz gar nicht in der fucking Tasche transportieren. Welche Tasche eigentlich? Ich sehe an dir nirgends so eine Tasche. Ja gut, vielleicht Innentasche. Aber da selbst, erst recht da würde ich den Ohrenschmalz nicht transportieren. Die Fliege im Ohrenschmalz steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Die Welt ist eine Online-Tauschbörse und du hast eine Flatrate. Okay. Naja, aber den Ohrenschmalz, den hast du ja quasi nicht von hier bekommen.
Du hast den Kaffee aus der Kaffeemaschine vom Hinterzimmer bekommen und den dann gegen den Ohrenschmalz vom Bienenmann im Vorderzimmer ausgetauscht. Im Mittelzimmer, quasi der Bar, warst du mit den Ohrenschmalz nicht einmal wirklich aktiv. Ich glaube, das ist die letzte Folge von diesem Let's Play, denn irgendwie habe ich das Gefühl, Edna will hier nicht mehr lebend raus. Oh Gott, wieso tue ich das? Ich will nicht. No way. Auch oh, ich gut. habe meine Grenzen. Oh. Komm schon, Edna. Nein. Ekliger als der Stinktrink kann das auch nicht sein. Hm. Nein. Na gut. Nein. Ich schnippe mal ein wenig. Schmeckt irgendwie malzig. Mach mir keine falschen Hoffnungen mit deinen No Way Rosé am Anfang. Wieso, Edna? Wieso? Bah, es ist die Hölle, dass man sich mit dem Gedanken immer in den spielbaren Schar hineinversetzt und alles, was er erlebt, im Kopf miterlebt. Oh, nee, Edna, bitte mach doch sowas nicht weiter. Du tust mir selbst damit weh. Ja, super. Nein, warte mal. Was genau mache ich da eigentlich? Etwas, was wesentlich besser ist als mit den Strohhalmen. Och Gott. Gut, jetzt haben wir eine Fliege im Ohrenschmalz. Ich hätte zwar schon eine Idee, was wir damit machen, aber wir fangen trotzdem nochmal von vorne damit an. Irgendwas wird da schon klappen. Das ist zwar nach einer Zeit echt ziemlich langweilig und aufregend, aber wenn man keine Ideen hat, ja, durch. Wobei, ich habe ja quasi eine Idee, aber mit dem Stinktrink, da bin ich ja quasi auch nicht von alleine drauf gekommen, deswegen... Schmieren nützt da nichts. Ich brauche den Schlüssel. Hätte ja klappen können. Hey, Juppi! Ich hab hier etwas, das dich sicher aufmuntert. Lass mich in Ruhe. Hier hat Edna jetzt aber ziemlich laut gesprochen, muss ich sagen. Also im Vergleich zu dem Schloss. Da war Edna hier wirklich ziemlich aktiv dabei. Geiler Pandyshot. Edna was here. So, jetzt gleitet es besser. Oh, bitte nicht. Mach doch sowas nicht, Edna. Hui, es glitzert Bernsteinfarben. Hui. Verlockend, aber nein. Oh komm, das kannst du jetzt schon machen. Ich meine, so wie der Stuhl, der Sessel schon aussieht, das wäre gegangen. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino Dioness in Bernstein eingeschlossen, okay. Wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Ja, geil. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Was? Kleiderbügel Nummer 3. Ha. Nummer 3. Schauen wir ihn mal an. Das ist jetzt erstmal geil, dass wir jetzt im Game weitergekommen sind. Hat ja lang genug gedauert. Bist du mein Ticket in die Freiheit? Will ich hoffen. Ein Holzbeinhalter. Aber wo ist das Holzbein? Das Holzbein, das ist ja leider... Nee, Stuhlfried, war der aus Holz oder aus Metall? Ich glaube, Stuhlfried, das war aus Metall.
Oh, dann hätte es ja nicht so leicht zerbrechen. Ach, keine Ahnung. Gute Idee. Ich werde mir einfach eine bessere Nummer geben. Ja, die Nummer 1. Denn wir sind die Nummer 1. Verflucht. Die Bezifferung ist aus schmutzabweisender Mikrofaser. Ach, verdammt. Da lässt sich nicht drauf schreiben. Die geben uns auch keine Chance, aber wir könnten es mit Ketchup überschmieren. Manchmal muss man sich die Frage stellen, was ist wichtiger? Etwas auszuprobieren oder etwas zu schaffen? Um etwas zu schaffen, muss man es natürlich erst einmal ausprobiert haben. Also ist aber in diesem Fall lass es. Wieso? Also ist quasi etwas auszuprobieren wichtiger. Wobei, wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu schaffen, ne, sollte man diese Möglichkeit nicht wegschmeißen mit einer anderen Möglichkeit, mit der man es schaffen könnte, die aber erstmal ausprobieren muss. Also quasi, wieso sollte man eine andere Möglichkeit einwenden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man es damit schaffen könnte, bei, keine Ahnung, 50% liegt, was man aber erstmal ausprobieren muss, für eine Möglichkeit, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, bei 100% liegt, weil man es vorher schon ausprobiert hat. Gut, weil die Möglichkeit dann vielleicht gekontert werden könnte. Je nachdem in... Es kommt immer auf das Themengebiet an, würde ich sagen. Ja, kommt immer auf das Themengebiet an. In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, wo wir hingehen, brauchen wir keine Kleiderbügel. FKK-Strand, da brauchen sie nämlich auch keine Kleider. Wobei, die Kleider müssen sie auch irgendwo hinhängen. Wo könnten die hingehen, wo die keine Kleiderbügel benötigen? Auf die Straße, da zieht man sich ja nicht um. Und man hat die Kleidung an, also braucht man da keine Kleiderbügel. Easy. Full Detective, Alter. Kokoro kann stolz auf mich sein. Heute Nacht ist Inspektor K. Leiderbügel wieder auf Streife, um dem organisierten Verbrechen die Hosen runterzuziehen. Die mottenbefallene Kordjacke des Gesetzes schläft nie. Geht's wohl hinten in die dunkle Gasse zu den leichten Verbrechern, nenne ich sie jetzt mal. Um zum Therapieraum zu gelangen, muss ich durch das Wäscheliftsystem. Ist das nicht ein wenig widersinnig? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich widersetze mich ihnen bloß. Aber wenn du dich den Regeln widersetzt, wieso sind wir dann schon lange hier aus dem Game draußen? Weil wir müssen ja jetzt quasi nach Pokis Regeln spielen, die er gemacht hat. Um den Weg aus der Irrenanstalt hier zu finden. Und zu gehen. Aber wenn du dich den Regeln widersetzt, Harvey, wieso sind wir dann nicht schon lange draußen? Denn da können wir ja quasi einfach einen anderen Weg gehen, an den Poki nicht gedacht hat. Quasi ein Bug, Wallhack und so. Gut, das wäre auch langweilig für das Let's Play, muss ich sagen. Was soll ich machen? Mir aus dem Kleiderbügel ein Fluchtauto schnitzen? Ja, wieso nicht? Oh ja, ein rotes. Nee, schwarz gefällt mir besser. Clark Kleiderbügli, willst du die hier anwesende Gabi Gable zur Frau nehmen? Und ab sofort Frau Gabi Kleiderbügli heißen? Vergiss es. Warte mal, war das jetzt die Frau? Aber sie hat doch Clark gefragt. Und nicht Gabi. Wenn Gabi jetzt geantwortet hat. Oder hat der Mann jetzt etwa gesagt, dass die Frau dann am Ende Gabi Kleiderbügli hieß? Und er ihr das nicht antun möchte. Oder er findet die Frau dann nicht so gut, dass sie seinen Nachnamen hat. Und findet seinen Nachnamen wesentlich besser als der der Frau. Aber möchte nicht, dass die Frau denselben Nachnamen trägt wie er. Also hasst er die Frau quasi und findet sie als unwürdig, sie zu heiraten. Hätte er aber auch einfach so sagen können. Wobei, er wollte die Frau vielleicht nicht verletzen. Was er dann natürlich indirekt getan hat. Fragen über Fragen. Man kann Kleiderbügel zwar kochen, aber nicht essen. Hast du es jemals ausprobiert? Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der der Effekt die Kausalität im Stich lässt. Man weiß es nicht, bevor man es mal probiert. Und ich weiß nicht, ob Edna... Wobei, ich könnte es Edna zutrauen, dass er schon mal auf den Kleiderbügel rumgekaut hat, aber... Wir haben es noch nicht gesehen. Wenn ich hier raus bin, dann ist das sicher das Erste, was ich tue.
meine Topflappen schön sorgfältig in den Garderobenschrank hängen. Das mache ich jeden Tag nach dem Aufstehen. Du solltest Comedy-Star werden. Wenigstens mein imaginärer Freund hat das erkannt. Kapier ich nicht. Wieso Comedy-Star? Was hat ein Comedy-Star damit zu tun, dass man am Morgen immer nach dem Aufstehen seine Topflappen an den Kleiderbügel hängen sollte? Ich meine, es muss doch alles ordentlich sein. Nichts geht so schlecht aus Kleidung raus wie Ketchup. Rote Beete, Blaubeersaft, es gibt bestimmt noch was, was mir gerade allerdings nicht einfällt. Nichts geht so schlecht aus Kleidern raus wie Senf, außer Ketchup. Okay, das außer Ketchup war gut. Aber doch Himbeersaft, Brombeersaft. Noch irgendeine Beere? Ne, Erdbeere geht. Himbeer, Brombeer, Blaubeer. Das sind, glaube ich, die drei Beeren, wo ich weiß, dass das wirklich verdammt schlecht aus Kleidung wieder rausgeht. Und weiße Farbe. Weiße Farbe. Ja doch, da gibt es ja hier Farbentferner. Dieses Lösemittel da, aber das hat man normalerweise nicht zu Hause. Nagellackentferner könnte vielleicht auch noch gehen. Müsste ich mal ausprobieren. Die kriege ich auch mit bloßer Hand auf. Aber ich warte noch, bis ich was zum Vollkrümeln finde. Den Kopf von dem Professor da. Einsteins Kopf mit Chipskrümel beschmieren. Da sieht er aus wie Kieselstein. Oder so ähnlich. Und ja, es sieht nicht so toll aus, wenn man auf der Hose direkt am Schritt weiße Farbe dranhängen hat. Das kommt ein bisschen falsch rüber. Ich warte, bis sich ein Kleid in diesem Bügel verheddert. Dann kann ich es hinterrücks zerschnipseln. Edna schmiedet böse Pläne. Der Bügel steht nicht auf der Karte. Aber du hast ihn trotzdem bekommen. Ich habe trotzdem einen bekommen. Die Welt ist eine Radioshow und du wünschst dir Bob Dylan. Aber das heißt, dass sie ihn ja dann bekommen müsste, denn sie bekommt ja das, was sie möchte, obwohl es niemand anbietet. Wobei, wieso sollte niemand Bob Dylan anbieten? Ich meine, ist zwar jetzt kein so großer Star, aber schlecht ist er jetzt auch nicht. Bevor ich zu Bett gehe, muss ich meinen Strohhalm in den Kleiderschrank hängen. Erinnere mich bitte daran, Harvey. Okay. Daran sollte man immer denken. Und schön, dass Edna jetzt Harvey gesprochen hat. Obwohl, das könnte vielleicht so ein Hint sein, dass Harvey nur in Ednas Kopf... Bevor ich zu Bett gehe, muss ich meinen Strohhalm in den Kleiderschrank hängen. Erinnere mich bitte daran, Harvey. Okay. Weil das okay, das sagt Edna. Wobei in dem Fall könnte Edna ihre Stimme so dermaßen gut verstellen wie Kaito oder Wermut, dass Edna schon... Edna könnte ein perfekter Verbrecher werden. Vielleicht kann ich den Kleiderbügel als Antenne benutzen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Schade. Okay, so einen Joke wollte ich jetzt eigentlich gerade bringen, aber das Harvey, das macht es, war auch nicht schlecht.